Ein wunderschöner Tag, die Sonne scheint. Wenn dieser eine Tag unser ganzes Leben ist, dann ist es ein lichter Tag. Gestern war es ein dunkler Tag. Die Sonne war nicht sichtbar. Vielleicht ein Anlass, um ein kleines Bild zu malen für unsere Vorstellung. Alle Worte sind immer Fingerzeige. Sie sollen uns vor allen Dingen motivieren, das Ziel zu verwirklichen, dass alle Buddhas aller Zeiten, welche Namen sie auch hatten, in welcher Religion sie auch immer gewirkt haben, in welchen Konzepten, ja, das Ziel, das alle gelehrt haben, das ist Verwirklichung. Und dann gibt es viele Namen der Befreiung, der Freiheit, Selbsterkenntnis, das Erkennen, was du in Wahrheit bist. Und das Versprechen, wenn du aufwachst, das Erwachen, dann ist es das Ende jeglicher Dunkelheit, jeglichen Leidens. Man kann sich vorstellen, man hätte sein Leben lang, Tag für Tag, wie alt man auch ist, unter einer dunklen Wolkendecke gelebt und man wäre daran gewöhnt. Und das ist die Welt. Und dann kommt jemand und erklärt, hinter dieser Wolkendecke, da gibt es eine Sonne, die wunderbar strahlt und leuchtet. Und in diesem Licht ist alles wunderbares Leben. Nur Schönheit, nur Liebe. Und du bist hier in diesem Leben, um diese Wolken zu vertreiben. Und dann wirst du selbst das Licht der Welt erkennen. Und diese dunklen Wolken sind alle unsere Gedankenkonstrukte, unsere Bewusstseinszustände, die natürlich sehr dunkel sein können, sehr schwer, schwarze Wolken, und die auch etwas heller sein können, so etwas wie weiße Wolken. Aber beide verdecken die Sonne. Aber durch die weiße Wolken scheint etwas mehr Licht. Aber die Sonne kann man nicht erkennen. Und deine Aufgabe ist es, zunächst einmal einen Weg zu gehen, in dem deine Gedanken- und Gefühlswelten immer lichter werden. Immer weißer, immer heller. Immer durchlässiger. Für die Sonne. Und in verschiedenen Momenten erscheint auch die Sonne in dir. Und dann verschwindet sie wieder. Es gibt ganz lichte Momente in dir. Ja, und wenn diese Wolken einmal sich ganz aufgelöst haben, weil sie in Wahrheit keine Substanz haben, dann wirst du die Sonne sehen. Und dann wirst du in einem Moment, in einem einzigen Moment, eins sein mit der Sonne und erkennen, du selbst bist die Sonne, du selbst bist das Licht der Welt. Und manche Erwachte erklären das. Ich bin ein wahres Sein. Ich bin das Licht der Welt. Das ist dein reines Bewusstsein. Jetzt kommt nur noch die einzige Frage. Möchte ich das verwirklichen? Ist das das Ziel? Habe ich das Motiv? Habe ich die Absicht? Und das ist die einzige wirkliche Bedingung. Die wirkliche Bedingung, man muss es wirklich wollen. Und dann all seine Kräfte, die zur Verfügung stehen, dafür einsetzen, dieses Ziel zu verwirklichen. Und dann kommen die Menschen ins Leben, die weiterhelfen, die erklären. Das sind die Buddhas aller Zeiten, die in irgendeiner Form erscheinen. Und das bedarf dann das Hören. Und hier kommt etwas sehr Wesentliches zum Tragen. Der wahre Lehrer ist in dir selbst. All das, was du mit dem Herzen verstehst, wirst du selber erleben im Gefühl als wahr. Und dem wahren Lehrer in dir kannst du folgen. Der zeigt den Weg. Und das erfordert diese Hingabe. Das Vertrauen, die Hingabe in
das, was wir hier Buddha Dhamma Sangha nennen. Und dazu muss der Eigenwille und die eigenen Ansichten, Meinungen, Glaubensvorstellungen verschwinden. Nur was man selber in sich als wahr erkennt, hat Gültigkeit. Alles andere sind Glaubensvorstellungen, die der logisch denkende Geist fabrizieren kann, in Philosophien, in Konzepten, die man dann glaubt, dass sie wahr sind, aber sie existieren alle nur so lange, wie man sie denkt. Glaubensvorstellungen, Ansichten und Meinungen kommen in uns hoch und verschwinden wieder. Sie sind also alle nicht real. Warum nicht sie alle lassen? Und das ist dieser Hinweis, geh in einen Weg des Nichtwissens, sei einfach still. Sei das jetzt, was du in Wahrheit bist, das Licht der Welt. Geh in dein stilles, reines, bewusstes Dasein und beleuchte das, was du jetzt siehst. Und was siehst du? All diese Wolken, Gedanken, Ideen, Gefühle, Bewusstseinszustände, die sich ständig verändern. Du kannst die Lücken nicht erkennen, wenn etwas ins Nichts verschwindet, etwas Neues entsteht. Aber schau genau hin. Erkenne all deine Wolken, die weißen und die dunklen Wolken. Und sei dir immer bewusst, all das ist nicht das, was du in Wahrheit bist. Lass los vom Anhaften, vom Identifiziertsein mit allen lichten und dunklen Bewusstseinszuständen, Gedanken, Gefühlen. Von allen, von beiden. Aber erinnere dich auch daran, in diesem Weg braucht es eine Transformation. Es ist sehr wohl nötig, dunkle Wolken mehr und mehr aufzulösen, damit alles in dir reine Energien zum Entstehen bringt, die immer reinere Gedanken, Gefühle, Bewusstseinszustände erzeugen. Aber wer ist der Erschaffer der Welt? Die Welt entsteht in dir, nicht du bist in der Welt, die Welt ist in dir. In dir gestaltet sich die Welt so, wie du sie siehst. Es kommt auf deinen Standpunkt an. Geh jetzt in diesen Standpunkt, der dich befreien wird, wenn du ihn immer wieder praktizierst. Geh in den Standpunkt, ich bin, reines Sein, ungestaltetes Sein, zeitloses Sein, todloses. Das sind Worte für Nirvana. Sei das jetzt. Und sei das Bewusstsein, das reine Licht, das auf alles mit Liebe scheint, auf dunkel und auf hell. So sei, und in diesem So-Sein wird alles sich verwandeln. Nur wenn du dich verlierst, wenn du dich identifizierst mit irgendetwas und dadurch etwas ablehnst oder begehrst, dann wird die Zeit etwas länger dauern. Also pass auf, dieser ernsthafte Wille, die vollkommene Hingabe in den Weg, die Fähigkeit der Unterscheidung zwischen dem, was real und unreal ist, die Erkenntnisfähigkeit, eine zugrund liegende Wahrhaftigkeit, sich nicht selbst belügen mit etwas. Das sind diese Voraussetzungen. Sind sie da? Für unsere Praxis bedeutet das, dass man den Geist immer ausrichtet, ihm ein Ziel gibt. Vor jeder meditativen Praxis sich ein Ziel bewusst machen. Was möchte ich jetzt praktizieren, verwirklichen? Nicht einfach hinsetzen und dann irgendeine Methode praktizieren. Man muss eine Energie erwecken, eine Kraft, eine Willenskraft, die möglichst rein ist. Das heißt auch, dass man eine reine Absicht hat, einen reinen Willen, ein reines Ziel. Und wenn unsere Ziele
die wir uns setzen, immer verbunden sind in der Absicht, dem Motiv, ich möchte die Wahrheit, die Liebe verwirklichen. Genau in diesem Gedanken erwecken wir doch eine reine Energie, so ein Gefühl der Liebe zur Wahrheit, zum Leben. Was auch immer der Verstand produziert, in seiner Sicht hinsichtlich des Lebens. Manche erklären, das Leben ist Leiden, manche erklären, es ist doch auch Glück und was auch immer. In Wahrheit wollen wir alle leben. Ist das wahr? Und wir wollen alle ein glückliches Leben leben. Wir wollen ein Leben leben ohne Angst. Richtig? Ein angstfreies Leben. Und wir wollen alle ein erfülltes Leben leben. Kein unerfülltes Leben. Das ist doch unser Wunsch. Es gibt keinen Menschen, der sich das nicht im tiefsten wünscht. Nur die verschiedenen Mittel, um Vorstellungen, was Glück bedeutet, sind da verschieden und das braucht diese Untersuchung. Aber wenn dieses Motiv da ist und dann der vollkommene Entschluss und die Absicht, das zu verwirklichen, dann ist das eine sogenannte Machtfährte. Die Konzentration der Absicht bedeutet das eine Ziel, keine tausend Ziele, das eine Ziel, hundertprozentig, ohne Zweifel. Irgendein Zweifel daran lässt uns abstürzen. Da ist keine gute Energie mehr da. Zweifelenergie ist nicht so gut. Aber was der Gedankenkreis alles produziert, produzieren kann, ich bin es nicht wert, aufzuwachen vielleicht. Es gibt viele Möglichkeiten. Ich bin zu klein, bin doch zu wenig. Ja, das sind doch alles nur Gedanken. Die kann man doch alle loslassen. Darauf vertrauen, dass in jedem von uns dieses Potenzial da ist, das zu verwirklichen. Und wenn wir davon sprechen, das ist der Wille eines jeden, dieser Wunsch nach Liebe, nach Wahrheit, nach Lebensfreude, nach innerem Frieden, viele, viele Worte, dann kann man in einem Moment auch erklären, das ist dieser Wunsch des Universums, der Wille Gottes. Der ist in dir, weil du das bist. Versteht man das? Immer noch projizieren wir Gott und was auch immer außerhalb von uns. Du selbst bist das. Im Aufwachen wird das eine Selbstverständlichkeit sein. Da gibt es keinen Konflikt mehr zwischen Einheit und Dualität. Der Wunsch aus der Dualität in die Einheit und all diese Vorstellungen, die der Geist hat, all das entsteht ja im Geist, in diesem dualen Geist. Raus aus der Welt, rein in die Welt. Niemand sein, alles sein. Oh, jo, jo. All das einfach lassen. Das heißt, diesen Weg einfach gehen. Und das sind die Schritte. Also die Konzentration der Absicht lenkt alle Energie auf dieses eine Ziel. Und wenn diese reine Willensenergie da ist, bist du ganz wach. Und das kennt jeder. Wenn uns etwas interessiert, also Interesse, ein Ziel erweckt Interesse, erweckt, es wird wach gerufen, dann sind wir da. Da sind wir interessiert, da sind wir wach. Richtig? Wenn uns was nicht interessiert, schlafen wir ein. Haben wir Widerstand. Das Interesse wecken, bedingt durch eine Motivation. Durch die Absicht, das Ziel zu verwirklichen. Durch den folgenden Entschluss, das zu verwirklichen. Jetzt ist die Energie da. Und in einem wachen Geist ist Aufmerksamkeit, ist auch Gegenwärtigkeit. Dann ist man da, hier und jetzt. Und mach genau den Schritt, der jetzt nötig ist, um mein Ziel zu verwirklichen. Immer jetzt. In einem Moment, wo Zweifel aufkommen, sind wir blockiert. In einem Moment, wo wir einen Fehltritt machen und nicht mehr aufstehen, ist es vorbei. Immer wieder aufstehen, sich neu motivieren. Immer wieder und den nächsten Schritt. Und wenn wir gegenwärtig sind und bleiben, dann entsteht, bedingt durch die Gegenwärtigkeit, Konzentration.
Es ist eine Kette von Ursache und Wirkung. Und wir können Ziele nur verwirklichen, Erfolg haben, bedingt durch Konzentration. Jeder Mensch, der Ziele verwirklicht hat, wird das bestätigen. Man kann im Sport ein Spiel nur gewinnen, wenn man konzentriert ist. In meiner Zeit als Tennistrainer war ich immer damit konfrontiert. Wenn die Eltern hineingerufen haben zu ihrem Kindchen, jetzt konzentrier dich endlich. War immer innerlich so die Stimme in mir da, Mensch, Junge, frag doch deine Eltern mal, wie macht man denn das? Wer also Erfolg haben möchte, muss konzentriert sein. Wer konzentriert werden will, muss gegenwärtig sein. In der Gegenwart gibt es keinen Gedanken an Vergangenheit und Zukunft. Da gibt es keinen Gedanken an Erfolg und Misserfolg. Da ist nur das, was jetzt ist. Und wer gegenwärtig sein will, braucht Energie. Reine Energie, Kraft, körperlich-geistige Kraft, die fließt, die nicht blockiert ist. Und wer diese Kraft erwecken will, braucht den Moment des Entschlusses. Der Entschluss kann nur entstehen, wenn man weiß, welches Ziel man verwirklichen will. Man braucht ein Motiv, braucht eine Absicht. In unserem menschlichen Dasein ist das Motiv natürlich Erfolg, in welcher Form auch immer. Und wenn man etwas haben will, einen Erfolg haben will, kommt die Angst vor dem Misserfolg. Wenn die da ist, haben wir eine dunkle Wolke da. Und daher, so wie wir diese Aufforderung nichts haben wollen, erreichen wollen, keine Erwartungen, anstelle dessen alles geben, was möglich ist. Und im tiefsten Sinn sich selbst geben, sich selbst lassen. Und sich selbst lassen, und dann sind wir beim Vertreiben der lichten Wolken und der dunklen Wolken. Jeder Gedanke erzeugt Wolken. Wenn wir aufhören, Gedanken zu denken, Erwartungen zu haben, Zweifel zu haben, Sorgen zu haben, Ängste zu haben, Wünsche zu haben, Aversionen zu haben, und dann haben sie keine Nahrung mehr, diese Wolken, sie lösen sich auf. Und daher unsere Absicht, still sein. Stilles, reines Beobachten, Gewahrsein, mitten in dem Leben, in uns selbst, das jetzt geschieht. Es passiert in uns. Leben passiert. Passieren heißt kommen und gehen. Es ist immer ein Geschehen. Und in diesem Geschehen, innerhalb dieses Geschehens, bedeutet die Aufforderung, still sein, sich nicht mit dem Geschehen verstricken, es nur geschehen lassen, indem man es beobachtet, wie es geschieht. Es geschehen Gefühle, es geschehen Gedanken, es geschehen Veränderungen in den Stimmungen. Noch sind wir nicht so bewusst, dass wir es verhindern können, dass Stimmungen entstehen. Ein unbewusster Gedanke erzeugt Stimmungen, Gemütszustände. Wir haben es noch nicht im Griff. Wir können noch nicht verhindern, dass Erinnerungen kommen, dass Wünsche kommen. Und dann sind sie da, die Wolken. Aber in jedem Moment, in dem wir dahinter sind und sie beobachten und sie einfach kommen und gehen lassen, indem man Wunschgedanken fallen lässt, indem man ablehnende Gedanken fallen lässt, dann wird es immer stiller. Und ganz natürlich kommt so ein sich ablösen von dieser Bewegung. Aber dieses Ablösen ist schon wieder, schon mal angesprochen, so eine Vorstellung, wo man so eine Distanz schafft. Es ist mehr ein Raum, der entsteht. Ein unbegrenzter Raum, in dem Bewusstsein ist. Raum und Bewusstsein, das Sein,
Ich bin stiller Raum, ein leerer, stiller, weiter, unbegrenzter Raum und Bewusstsein. Und ich beleuchte die Dinge, die geschehen. Und in diesem Geschehen kann ich still sein, nichts damit machen, nur geschehen lassen. Das nennt man Samatha-Meditation. Dadurch gehen die Wellen des Bewusstseins zurück. Das Bewusstsein wird wie ein stiller Ozean. Die Wellen der Gedanken, Gefühle, Bewusstseinszustände stiller werden, ruhiger werden, flacher werden. Und wenn die Wellen kommen und gehen, kann die Fähigkeit der Intelligenz sie auch verstehen. Die Natur des Lebens, die Natur der Dinge, die erscheinen und wieder vergehen, das ist Vipassana-Meditation, Einsichtsmeditation. Aber diese Einsichtsmeditation, das wirkliche Verstehen, kann nur geschehen, wenn wir hinter der Bewegung stilles, reines, bewusstes Sein sind, verbunden mit Intelligenz, ohne Ablehnung, ohne Ergreifen, ohne Widerstand hinsichtlich des Geschehens, auch ohne Zustimmung und nur sehen, was da abläuft. Dann kann man mehr und mehr verstehen, wodurch bedingt dunkle Wolken entstehen, wodurch bedingt lichte Wolken entstehen und auch wieder vergehen. Wie man dunkle Wolken sich auflösen lassen kann, wie man lichte Wolken vielleicht erweitern kann, aber auch wieder sie auflösen lassen kann. Und dann wird man irgendwann verstehen, dass es nicht darum geht, aus schwarzen Wolken weiße Wolken zu machen, sondern dass es darum geht, sich selbst zu erkennen als dieser Raum des Gewahrseins, in dem alles geschieht. Dieser stille, offene, weite Raum, der von allem unberührt bleibt, was auch immer geschieht. Daher auch immer diese Aufforderung, etwas die Stille zu hören. Reinhören in die Stille, in den stillen Raum, beibehalten. Und in diesem stillen Raum, den wir jetzt wahrnehmen, im Vordergrund, geschieht nichts, außer jemand hustet. Dieses Geräusch kommt und geht. Der stille Raum bleibt davon völlig unberührt. Außer der stille Raum, der du bist, reagiert. Oh, Störung. Kann man nicht in mich meditieren. Stille Meditation bedeutet nicht, dass alles still sein muss, sondern stille Meditation bedeutet, dass du still bleibst in allem Geschehen, nicht reagierst auf das, was geschieht. Du wirst wahrnehmen, das Geräusch, natürlich. Wenn du wirklich wahrnimmst, was geschieht, wirst du sehen, dass jedes Geräusch ist wie eine Welle, die kommt und geht. Sie hat keine Realität. Das Husten vor 5 Minuten wird nie wieder existieren. Es hatte keine Realität, keine bleibende Existenz. Kommt und geht. Und so ist es mit allem. Alles, was geschieht, ist nur ein Moment da und verschwindet im nächsten Moment. Wohin denn eigentlich? Kommt aus der Stille, geht in die Stille zurück. Gibt es etwas, was immer da ist? Existiert in der Stille die Zeit? Nur ein Husterer existiert in der Zeit. Er hat einen Anfang und ein Ende. Die Stille ist ohne Zeit. Zeit entsteht bedingt durch Geschehen. Wenn nichts geschieht,
gibt es keine Zeit. Da ist nur immer jetzt ein Zeitpunkt für uns. Und genau diesen Zeitpunkt erleben. Das heißt, das, was jetzt, einen Moment, eine Realität hat, eine Wirklichkeit. Wirklichkeit ist gut. Eine Wirkung. Eine Ursache. Existiert einen Moment jetzt, nächsten Moment nie weg. Jeder Schritt hat einen Anfang, Mitte, Ende. Jeder Atem hat Anfang, Mitte, Ende. Das ist Zeit. Du erlebst in Wahrheit nur genau diesen Zeitpunkt. Auch die Gedankenwelten, diese Traumwelten, die erdachten Welten, natürlich kommen und gehen die. Aber hier so ganz realistisch, das erscheint uns doch alles als Wirklichkeit, dass das was Reales ist. Und das ist genau unser Gefängnis, unsere Illusion, in der wir sind. Das ist keine reale Welt, die in uns entsteht. Keine bleibende Wirklichkeit. Aber wenn man darin verstrickt ist, dann sind wir eben verstrickt in unseren Angstwelten, Sorgenwelten, Wunschwelten, Begierdewelten, Ablehnungswelten, was da alles für Welten gibt, eben Bewusstseinszustände. Die kommen und gehen. Und immer wenn wir damit identifiziert sind, sind wir die jeweilige Person, die hässlich wird, die schön wird, die ablehnend wird, die begehrlich wird, die ängstlich wird, die aus diesem Zustand heraus denkt, spricht, handelt. Und dann verschwindet sie wieder, die Person. Ja, welche von diesen Personen sind wir denn jetzt eigentlich wirklich? Wo ist ein Ich zu finden? Etwas Bleibendes in die Seele? Das sind alles Phänomene. Papiertiger. Und das kann man irgendwann mal erkennen. Wirklich verstehen. Und sich darüber totlachen. Irgendwann mal, warum nicht jetzt? Warum nicht in diesen Tagen das verwirklichen? Sich über die neurotischen Welten totlachen, in denen man bisher gelebt hat. Warum nicht? Man braucht eben nur das Ziel. Ich möchte es verwirklichen und wissen, wie man das macht. Da haben wir die Hinweise. Und wenn man die Hinweise richtig versteht, wird man erkennen irgendwann diese Essenz der Praxis. Und man muss nicht mehr darüber nachdenken. Das ist eigentlich das Entscheidende. Was man wirklich verstanden hat, wirklich, so dass es ein Bestandteil des Standpunkts ist, der Sicht, dann können wir mühelos praktizieren. Diese ganz einfache Praxis des stillen, reinen Daseins. Empfindungen sind da, manchmal angenehm, manchmal unangenehm. Sie kommen, sie gehen. Ich mache nichts damit, ich reagiere nicht auf sie. Ich verstricke mich nicht in Gedanken, Gefühlswelten, in Erinnerungen, in Hoffnungen, in Wünsche, in Pläne. Sondern ich lasse all das vorbeiziehen. Ich gebe ihnen keine Energie, diesen Welten. Ich gebe ihnen keine Gedankennahrung. Ich halte die Energie zurück. Ich sammle die Energie. Konzentriere die Lebenskraft. Bleib da. Das sind ja jetzt viele Worte, Sätze, die vielleicht im Moment, ja, verstehe ich. Aber ist das in unserem Bewusstsein? Oder kommen wieder irgendwelche Glaubensverstellungen, Ideen und was man noch alles praktizieren könnte? Und noch mehr meditieren und noch mehr Vajrayana und Hinayana und Mahayana und was auch immer. Da gibt es die Methode, da gibt es jede Methode, so und so und so und so. Mal alles wegtun. Den direkten Weg gehen. Und der ist ganz einfach. Wenn man es verstanden hat. Dass man nichts tun muss, sondern nur sein sollte. Da sein. Jetzt. Und die Wolken vertreiben. Links ein Papierkorb, die dunklen Gedanken, rechts ein Papierkorb. Lichten Gedanken.
alle Fragen in den Papierkorb werfen. Ah, wir haben einen Fragenkorb jetzt, also Fragen. Möglichst schlaue Fragen fragen, intelligente Fragen, philosophische, psychologische, religionswissenschaftliche. Beste Weg, um vom Weg abzukommen. Meine Lehrerin Naya Kemmer werde ich nie vergessen. Großen Kurs über 200 Leute, abends Fragen beantwortet. Und am dritten Tag so ein Packen Fragen in der Hand. Und dann hat sie ungefähr 7/8 davon genommen und in den Papierkorb geschmissen. Und hat erklärt, das waren alles wunderbare, durchdachte Fragen, hochintelligent. Ich habe sie alle in den Papierkorb geworfen. Was übrig bleibt, sind praktische Fragen. Wie verwirkliche ich das? Also wenn eine Unsicherheit in der Praxis entsteht, Fragen. Natürlich gibt es Methoden. Wir lieben die Güte-Meditation, durch den Körper gehen, Atembetrachtung. Es gibt Methoden, um reine Willensenergien zu erwecken, ein Mantra singen, sich erinnern, jetzt kommt ein Wort, an das Ziel, das ist die einzige Bedeutung. Das ist das Ziel, sich erinnern und dann die Kraft erwecken, die Liebeskraft zur Wahrheit, die Strebende, das innere Streben. Wenn diese Kraft da ist im Glauben, dann ist eine reine Grundlage da und dann es geschehen lassen. Natürlich braucht man einen Zugang in das innerste Sein. Natürlich praktizieren Empfindungen, Gefühle, sich erinnern, das ist der Schlüssel nach innen. Wenn wir die Praxis darauf ausrichten, das gegenwärtige Gefühl ganz einfach bewusst zu erleben, ob angenehm, ob unangenehm im Körper, im seelischen Zustand, dann gehen wir einen direkten Weg. Wenn wir die Gefühle einfach da sein lassen, ohne sie abzulehnen, ohne sie festzuhalten, ohne Geschichten zu erzählen um die Gefühle, woher sie kommen und warum und wieso. Eigentlich auch ohne irgendwas verstehen zu wollen. Keine Vipassana-Meditation, die daraus besteht, dass man irgendwie die ganzen Zusammenhänge verstehen will, warum jetzt dieses Gefühl da ist und was auch immer da für große buddhistische Werke existieren. Alles lassen. Nur einfach das Gefühl fühlen in diesem Bewusstsein. Ich bin reines, bewusstes Sein. Alles darf da sein. Das Gefühl erlebe ich jetzt so, wie es ist. Mein Bewusstsein ist nur der Weisheitsaspekt, der wirklich wichtig ist. Alles ist vergänglich. Anicca. Alles, was vergänglich ist, ist Leiden, Dukkha. Alles, was dem Entstehen und Vergehen unterworfen ist, also dieser Körper, alle Gefühle, wenn sie noch so wunderbar sind, alle Bewusstseinszustände, auch die himmlischsten Bewusstseinszustände sind nicht permanent, daher Leiden. Und all das, was entsteht und vergeht und Leiden ist, ist nicht das, was ich in Wahrheit bin. Wenn ich mich selbst suche, werde ich mich niemals in diesem Körper finden. Auch nicht in einem feinstofflichen Körper oder unstofflichen Körper, in keinem sinnenbedingten Gefühl, in keinem durch Konzentration bedingten Gefühl, in Vertiefungen, in keinem unkörperlichen Gefühl, keinem sinnlichen Bewusstseinszustand, in keinem Bewusstseinszustand der Vertiefungen, die wunderbar sein können, Grenzenlosigkeit. Auch im unbegrenzten Raum und Bewusstsein wirst du dich nicht finden. Daher halt nichts fest. Identifiziere dich mit nichts, was kommt und geht. Daher auch diese Aufforderung, diese Unbeständigkeit, sich immer wieder bewusst zu machen. Auch wenn Meditation mal wunderschön ist, es ist alles vergänglich. Und sich diese Vergänglichkeit vergegenwärtigt, diese Unbeständigkeit. Und auch sehen, dass man
noch nicht unangenehme Bewusstseinszustände aufhalten kann. Alles kommt und geht. Und das ist wieder dieser Hinweis, was Vipassana-Meditation ist. Das ist Einsichtsmeditation. Wenn unsere Weisheit, unser Wissen verankert ist in diesen drei Wesensmerkmalen, jeglicher, hinsichtlich jeglicher Existenz, es genügt völlig. Das ist universell. Das ist eine universelle Wahrheit hinsichtlich jeglicher Existenz, also das, was in Erscheinung tritt. Alles entsteht und vergeht, Anicca. Alles ist einer ständigen Veränderung unterworfen. Irgendwann mal, alles hängt mit allem zusammen. Nichts existiert unabhängig von etwas anderem. Das bezieh mal auf dich. Du existierst in Abhängigkeit von so vielen Dingen. Hör mal ein bisschen auf zum Atmen und schau mal, wie lange du noch da bist. Geh mal in die falsche Temperatur. Mach mal ein bisschen Pause mit Wasser trinken. Du existierst in Abhängigkeit von diesen Elementen. Na, da kann man jetzt weit, weit ausschweifen im Verstehen. Ja, natürlich, das ist Buddhismus. Das ist so die Großartigkeit eines Buddhismus, wenn man dieses Leben in den kleinsten Bestandteilen und in allen Abhängigkeiten und Bedingungen und was auch immer da existiert, zutiefst verstehen will. Aber mach doch erstmal Befreiungsarbeit und dann versuch mal alles zu verstehen. Wäre es nicht viel besser? Nicht mit dem Verstand alles verstehen wollen, der überhaupt nicht fähig dazu ist, kann nur Vorstellungen entwickeln, sondern erfahr erstmal das, was allem zugrunde liegt, jeglicher Existenz. Und dazu musst du alles loslassen von dem, was du glaubst zu sein. Das Anhaften an etwas loslassen, was dem Entstehen und Vergehen unterworfen ist, was dem Leiden unterworfen ist, Geburt und Tod, was du nicht in Wahrheit bist. Das ist das Loslassen vom Anhaften, das Identifiziertsein. Und geh einfach in das Gefühl deiner Identität, in dein Ich-Sein. Das ist gut so. Auch das Ich-Gefühl ist ein Bestandteil des Geistes, aber das ist das Tor. Aber das Ich-Gefühl ist auch da, wenn du mit nichts anderem identifiziert bist. Also dieses reine Dasein, nicht etwas sein, nicht Körper sein, nicht dieses Gefühl oder jenes Gefühl, sondern nur das Wissen und Fühlen des Daseins. Und das ist weder weiblich noch männlich, es hat kein Alter, hat keine Zeit. Es ist einfach das Wissen um das Sein und geh in diese Identität, ich bin reines Sein, reines Bewusstsein. Reines Bewusstsein bedeutet, es hat keine Gestalt, keine Form. Aber wir kennen Bewusstsein nur in seinen Gestaltungen. Das Bewusstsein gestaltet sich, schön oder unschön, dunkle oder weiße Wolken. Reines Bewusstsein ist Licht. Was ist Licht? Und wieder kommt eine Vorstellung von Licht, klares Licht. Also ein Licht, das man eigentlich nicht sieht. Also der Verstand hat wieder Vorstellung. Es muss eine Erfahrung sein, ein momentanes Verstehen. Es ist immer schwierig, das so zu benennen. Man spricht da irgendwie von Erfahrung, aber das ist keine Erfahrung. Denn zu einer Erfahrung gehört ein Erfahrender und ein Objekt der Erfahrung. Aber das ist dann alles eins. Wenn du mal die Sonne bist, kannst du sie nicht mehr sehen, weil du die Sonne bist. Die Wahrheit kann nicht erkannt werden, du bist die Wahrheit. Das Licht kann nicht erkannt werden, denn du bist das Licht. Worte und der Verstand jagt wieder. Will was verstehen, aber vielleicht ein bisschen Intuition. So ein Moment, wo man das versteht, was nötig ist, um das jetzt zu sein. Das Licht des Bewusstseins, das auf alles, was in Erscheinung tritt, gleichermaßen strahlt. Und wenn wir dieses Licht Liebe nennen, dann beleuchten wir all das, was geschieht, mit Liebe. Und Liebe scheint auf alles, auf das Schöne und Unschöne, ohne Unterschied. Lehnt nichts ab, hält nichts fest. Das ist die wahre
Liebe. Kann ein Mensch so sein? Niemals. Es ist so eine Illusion, so eine Idee. Du musst das verwirklichen. Das heißt, diese Liebe selbst sein, dann kannst du sie auch verschenken. Und trotzdem gibt es Methoden und eben Wege und Dinge, die uns dem immer näher bringen. Und natürlich beginnt alles im Verstehen, im Verstand, aber immer wiederkehrend, du musst das praktizieren. Und was für eine bessere Liebespraxis gibt es, als alles annehmen, was kommt, alles gehen lassen, was geht. Kein Widerstand, kein Festhalten. Und das ist ja das, was wir praktizieren wollen. Und das ist auch die Praxis dieses Gleichmuts, der Gelassenheit. Alles ist gleich. In der Praxis, es bringt mich nichts aus der Ruhe, aus dem Frieden. Das ist Gleichmut hinsichtlich des Geschehens. Was auch immer geschieht, du kommst nie aus der Balance. Aus der Balance kommst du immer dann, wenn du auf etwas reagierst. Wenn du nicht reagierst, mit Ablehnung und mit Festhalten kommst du nicht aus der Balance. Das heißt aber nicht, dass du nicht mehr agierst. Wollen wir wieder praktisch sein, auf das, was oder in dem, was geschieht. Da soll ich jetzt auf nichts mehr reagieren in der Welt, ist ja oft die Frage, natürlich musst du in der Welt was tun. Es kommt darauf an, aus welchem Standpunkt. Aus dem freien Standpunkt, was ist frei? Frei von Begierde und frei von Hass. Frei von haben wollen, frei von ablehnen. Das ist Freiheit von etwas. Und sei das. Sei frei von Ablehnung und Begierde, haben wollen, all diesen Tendenzen. Und dann kannst du agieren, ohne diese Tendenzen. Und woher? Na, aus dem reinen Sein. Dann tust du genau das, was jetzt nötig ist. Und das, was jetzt nötig ist, ist intuitiv. Das, was nötig ist und was möglich ist, das ist intuitiv. Das ist dieser Zen-Geist, der Anfängergeist, der ursprüngliche, aus dem heraus agieren, Gedanken, Worten, Handeln. Und da dieser Geist rein ist, kommen reine Gedanken, Worte, Handlungen. Das kennt man von diesem achtfachen Pfad. Und das ist die Erklärung des Zen-Geistes. Aus der rechten Erkenntnis von dir selbst kommen die rechten Absichten, die sich gestalten in Gedanken, Worten, Handlungen. Der Wille ist rein, deine Gegenwärtigkeit ist rein. Und das Samadhi, der achte Schritt auf dem Pfad. Einheit. Einssein. Mit allem. Und das ist dann dieser freie Wille, der dann geschieht. Und der ist immer Liebe. Dann geschieht Gottes Wille. Aus dir, weil du das bist. In dem Moment. In dem Moment oder für immer. Auch hier der Hinweis. In Momenten erscheint der Pfad in uns. Da sind wir selbstlos, nicht ich-bezogen. Dann erscheint Reines aus uns heraus. Und das ist eben auch die Übung. In jeder Situation das so sein. Also jede Aktion in der Welt wird sein eben eine Aktion und keine Reaktion. Denn Reaktionen sind immer bedingt durch unsere Tendenzen. Man kann sagen Vorlieben, Abneigungen bedingt durch unsere Weltsicht, durch unsere Vorstellungen, was richtig und falsch ist, Vorstellungen, das, was sich da vorstellt, dann gibt es richtig und falsch. Aus dem ursprünglichen Geist gibt es das alles nicht mehr. Da gibt es kein richtig und falsch, sondern nur noch das, was nötig ist und möglich ist. Das ist sehr realistisch. Anderen Menschen erscheint das, was getan wird, entweder als richtig oder falsch, je nach deren Ideen. Na, vielleicht dadurch etwas Vorstellung, wohin der Weg geht. Aber hört sich das nicht schön an? Kann uns das nicht wirklich motivieren? Jetzt braucht es nur noch den Glauben daran, das Vertrauen darauf. Die ganze Macht der Entschlusskraft. Und diese Macht der Entschlusskraft kann durchaus zunächst einmal dieser Eigenwille sein. Denn da ist ja jemand da, der das verwirklichen möchte. Da gibt es noch einen Handelnden, einen Meditierenden, einen, der etwas macht oder nicht macht. Auch einen, der loslässt.
Auch einen, der den Widerstand aufgibt oder das Festhalten wollen aufgibt. Da ist noch jemand da. Wer ist das? Wollen wir weiter drüber philosophieren? Also sie nicht in Philosophien verstecken, aber vielleicht etwas aufmerksam werden, solange ein Ich da ist, so ein, eben dieser Eigenwille, diese Person, das Gefühl, eine Person zu sein, ist es auch nicht vermeidbar, dass mit dem Wunsch, etwas zu verwirklichen, auch eine Erwartung kommt. Und alle Erwartungen sind mit Enttäuschungen verbunden. Also da entsteht diese Dualität. Das eine haben wollen, hat immer zur Folge die Angst, es nicht zu bekommen. Und all diese Dualität in dieser Leidenskreislauf entsteht immer wieder, solange jemand etwas will oder nicht will. Ah, und jetzt sind wir wieder beim Thema. Genau das aufgeben. Das Wollen und das Nicht-Wollen. Also alle Erwartungen aufgeben, alle Wünsche aufgeben, die ich will, und sich hingeben. Sich selbst. Und in jedem Moment, wo wir einen Wunsch aufgeben, geben wir uns selbst hin. Wo wir eine Ablehnung aufgeben, geben wir uns selbst hin. Einen Plan aufgeben, eine Sorge, eine Angst. Und dann wird man irgendwann feststellen, so eine Instanz, ich existiert überhaupt nicht, sondern es existieren nur diese Tendenzen, die eigentlich niemandem gehören. Nur die Ich-Illusion, das Identifiziertsein mit dem Haben-Wollen und mit dem Ablehnen, das schafft eine illusionäre Person. Irgendwann durchschaut man das und lacht sich vielleicht mal tot, dass man in diesem Witz aufgesessen ist. Und habe vielleicht auch großes, großes Mitgefühl mit all den Menschen, die noch befangen sind, gefangen sind im Gefängnis. Und vielleicht kann man ja dann mal irgendwann helfen, wenn es möglich ist. Aber nicht helfen wollen, solange man das nicht selbst verwirklicht hat. Ist uns das bewusst? Also erst sich selbst, die Freiheit verwirklichen. Jetzt wollen wir vielleicht kurz aufstehen und dann praktizieren.